der italienische Physiker und Mathematiker Evangelista Torricelli füllte ein langes Rohr mit Quecksilber, drehte es um und tauchte es in ein Quecksilberbad. Dabei stellte er fest, dass das Quecksilber in dem Rohr bis auf die Höhe klein h von 76 cm sank, auch wenn er das Rohr neigte. Blieb dieses Quecksilber auf dieser Höhe von 76 cm. Daraus schloss Torricelli Folgendes: Der atmosphärische Luftdruck breitet sich in diesem Quecksilber aus, drückt diese Quecksilbersäule nach oben und gleichzeitig drückt der hydrostatische Druck dieser Quecksilbersäule sie nach unten. Also muss der atmosphärische Druck genauso groß sein wie dieser hydrostatische Druck. Demzufolge muss der Luftdruck gleich sein zur Dichte vom Quecksilber mal Gewichtsfaktor mal diese Höhe h von 76 cm. Die Dichte vom Quecksilber beträgt 13.600 Kilogramm pro Kubikmeter. Als Gewichtsfaktor g nehmen wir 9,81 und diese Höhe h beträgt 0,76 Meter. Demzufolge beträgt der atmosphärische Luftdruck 101.396 Pascal, das heißt 1,01396 bar. Den atmosphärischen Luftdruck drückt man auch in der Einheit Atmosphäre aus. Dieser Luftdruck beträgt eine Atmosphäre oder auch 76 Zentimeter Quecksilber. Wir behalten also, eine Atmosphäre ist genau 76 Zentimeter Quecksilber oder auch 101.396 Pascal oder auch 1,01396 bar.